Sportlich war ich immer schon. Also ich gehöre zu den Leuten, die eigentlich nicht stillsitzen können und noch nie konnten. Ich habe einen Cousin, der ist ungefähr gleich alt wie ich, ein halbes Jahr jünger. Und mein Onkel und mein Vater haben festgestellt, dass wir beide schüchterne Kinder sind. Und mein Vater kannte den Abteilungsleiter von der Abteilung Judo. Und dann hat er gesagt, ja, das wäre doch was für uns beide. Einmal habe ich wirklich durch den Verein selber da zu einem besonderen Selbstbewusstsein gefunden. Bin vielleicht auch deswegen nicht mehr so schüchtern, kann für mich stehen und für das, was ich für richtig halte. Das ist so das, was ich gerne auch weitergeben möchte. Alle vor mich! Ich meine, ich habe ja eine, ich sage jetzt mal, Körper- und innerliche Bildung vom Judo mitgenommen. Und warum ich so direkt bin, so klar bin, manchmal ein bisschen provokativ und angriffslustig, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Das kriegt man automatisch mit, wenn man sich als Mädchen in einem Männersport behaupten muss. Schwester und Kampfsport ist ungewöhnlich, das mag schon sein. Nur mag ich den Namen Kampfsport nicht so gerne. Weil Judo mehr als Kampfsport ist. Das ist einmal eine Erziehungsschule und eine Persönlichkeitsschule. Insofern gibt es Judo als Wettkampfsport und da geht es richtig zur Sache. Aber wenn sich jemand nicht benehmen kann, das fällt unter Judoka auf und der hat keinen guten Stand. Und insofern Kampfsport, würde ich eher sagen, man kämpft mit sich selber. Die Technik zu vervollkommnen, seinen eigenen Stil zu entwickeln, mit der Selbstbeherrschung, mit Disziplin, aber auch mit Freundlichkeit und so weiter. Im Judo gibt es einen Wertekatalog. Wir haben sozusagen 10 Gebote oder 10 Werte, Judo-Werte, zum Beispiel sowas wie Selbstbeherrschung oder Höflichkeit, Respekt. Und wenn jetzt zu diesen 10 Judo-Werten die Dimension Gott dazukommt, dann sind wir ganz schnell bei der Spiritualität, nach der ich lebe, nämlich bei der ignatianischen Spiritualität. Je höher man kommt, umso eher sollte man dann auch sein eigenes spezifisches Judo entwickelt haben. Also das ist jetzt hier der erste Dan und dann geht es weiter, zweiter, dritter, vierter und so weiter. Das zeigt, dass man auch als Meister oder Meisterin weiter lernen bleibt. Und das finde ich eine sehr schöne Haltung, weil meine Überzeugung ist, dass wir, solange wir auf Erden sind, sind wir Übende und Lernende und es passt sehr gut zum Judo. So, jetzt. Und, hier raus. Und, wo ist der Zug? Zug. Sehr gut.